Wunderbar, genau wenn ich in die komme, fängt es an zu regnen. Schön, dass ihr es in der ersten Reihe aushaltet. Wir wissen das sehr zu schätzen. Mein Name ist Jurem, ich bin der Moderator hier von der Trailer Wortschatzbühne. Ich darf gleich zwei Jungs präsentieren, die euch Shakespeare näher bringen werden. Ich habe in der Schule Shakespeare niemals gemacht, aber ich habe hier die beiden das Spielen sehen. Es macht Spaß. Zuallererst einmal ganz, ganz wichtig, die beiden spielen nicht für Lau, sie spielen für den Hut. In der alten Tradition werde ich jetzt gleich durch die Reihen gehen und ein wenig Geld von euch abzwacken. Ihr macht das ganz einfach, ihr nehmt einfach euer Portemonnaie raus, nehmt einen 5-Euro-Schein raus und tut dann das Portemonnaie in meinen Hut. Also ich möchte das wirklich dann so geregelt haben. Es ist nämlich so, als Zauberkünstler oder auch als Künstler an sich, man wird sehr häufig gefragt, wow, kann man davon leben? Was machst du tagsüber? Und hast du auch was Vernünftiges gelernt? Ich möchte versuchen, das halt zu erklären, mit Hilfe eines 5-Euro-Scheins. So einen Schein möchte ich auch gleich hier im Hut drin haben für euch. Leben. Sonst wäre es ein bisschen komisch. Und ich zeige euch einen kleinen Zaubertrick, den ich persönlich sehr mag. Und damit kann man auch die drei Fragen beantworten. Kann man von leben? Was mache ich tagsüber? Und habe ich auch was Vernünftiges gelernt? Aufgepasst. 1, 2, 3. Schwuppdiwupp. Hokus pokus vidibus. Am Popo ist kein Reißverschluss. Klassiker. Und schon haben wir hier einen brandneuen, fast noch lebenden 50-Euro-Schein. Wow. Bring mir den Ball! Ja, und dieser Trick ist die Antwort. Man kann davon leben, denn das mache ich tagsüber. Ich habe persönlich nichts Vernünftiges gelernt. Die beiden, die jetzt gleich kommen, die haben was Vernünftiges gelernt. Die zeigen euch jetzt Shakespeare. Ich tue schon mal den Schein hier rein. Das ist meine Spende für die beiden Jungs. Und ich präsentiere euch jetzt hier Freunde, Leute, Weggefährten seit Jahr und Tag. Ich kenne sie aus dem FF und sie heißen Kai Bernhard und Benedikt Bötsch. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist das Größte für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ja, hallo zusammen, ich stelle mich erstmal selber vor. Mein Name ist Kai Werner und ich spiele jetzt den für euch einen Shakespeare-Monolog, und zwar den Valentin aus dem Stück Die zwei Herren aus Verona. Da ich jetzt mal denke, dass die meisten das Stück nicht kennen, ich fasse mal kurz zusammen, so um was geht. Der Valentin, der ist in seinem Leben das erste Mal so richtig verliebt und das muss er jetzt halt seinen Freunden irgendwie zeigen, ne? Und wir tun jetzt einfach mal so, als wärt ihr meine Freunde und ich der Valentin, ne? Das klappt immer besser als umgekehrt und ich fange da jetzt einfach mal los, ne? Also, was ist denn da los? Das Leben ist jetzt anders geworden. Ich büße förmlich, dass ich Amor einst nicht ehrte. Ich büße jetzt, dass ich einst nicht an die Liebe glaubte. Doch der Gott der Liebe hat mich bestraft. Wisst ihr was? Ich bin total falsch. Wir machen nochmal von vorne. Das könnte ich auch mal schön spielen. So. Hallo zusammen, mein Name ist Kai Bernhard und ich spiele jetzt für euch den verliebtesten Charakter, den der Shakespeare je geschrieben hat. Aber Herr Bernhard, warum lügen Sie denn Ihr Publikum? Ich bitte Sie. Herr Pötsch, wollen Sie sagen, dass ich lüge? Ich will sagen, dass Sie lügen. Der verliebteste Charakter von Shakespeare, wer mag das wohl sein? Hm? Valentin. Valentin. Orlando, verliebt in Rosalinde. Wie es euch gefällt, wer hat's gesehen, wer hat's gelesen? Das ist der verliebteste. Nee. Orlando? Nee. Valentin? Orlando? Valentin? Orlando? Nach dem Valentin ist der Valentinstag benannt. Oh, wie kippt sich da nur doch mal die Plastikblumen raus, mein Gott. Orlando ist der Verliebte. Nee, der Valentin. Herr Bernhard, wie machen wir das denn jetzt? Ja, Herr Pötsch, was sagen Sie denn? Wer soll es denn jetzt entscheiden? Ich meine, das Publikum? Das Publikum? Ja. Romeo. Ich sag, du, pass auf, wir machen so. Sie spielen zuerst, Herr Bernhard. Ich spiele zuerst. Und dann setze ich mich hier hin, gucke mir das an. Und das Publikum, das entscheidet danach, wenn ich gespielt habe, ob der Orlando verliebt ist oder der Valentin. Und wie soll das Publikum das entscheiden? Per Akklamation? Applaus! Ja, so, ja, machen wir so. Okay, wer mehr Applaus kriegt, der ist der verliebte Charakter. Ja. Ja, und der kriegt dann noch alles, was im Hut ist. Spielen Sie doch mal. Ja, mach ich jetzt auch. Jetzt fange ich nämlich richtig an. Das war ja gerade nur Aufwärmen, ne? So. Ja, Mama! Das
Das Leben ist jetzt anders geworden. Ich büße jetzt, dass mich Amor einst nicht ehrte. Ich büße jetzt, dass ich einst nicht an die Liebe glaubte. Doch der Gott der Liebe hat mich bestraft. Mit bußfertigen Seufzern, Tränen in der Nacht und Herzleiden am Tage. Den Schlaf hat der Gott der Liebe mir von den Augen gebannt und zu den Wächtern meines eigenen Wehs gemacht. Oh, die Liebe, sie ist doch wohl das demütigste aller Gefühle, das ein Mensch nur fühlen kann. Aber dann, jetzt gleich kommt ein Stimmungswechsel, also aufpassen, ist immer ganz spannend, wenn sowas kommt und man das vorher nicht weiß. Das demütigste aller Gefühle, das ein Mensch nur fühlen kann. Aber dann, ja, dann ist es doch auch die größte Wonne, die mein Herz je gespürt hat. Wonne, geiles Wort, ne? Das bringt nur der Shakespeare, ne? Geil, was? Ja, und ja. Und ist es dann nicht auch das Schönste, wenn diese Liebe erwidert wird? Oh, meine Freunde, ja, ich werde auch geliebt von Silvia. Ich zehre mich nach Silvias Liebe am Morgen, am Mittag, ja, und auch in der Nacht. Ja, irgendwie vor allem in der Nacht. Und sie liebt mich auch. Okay, machen wir mal einen kurzen Break. Wir sind jetzt in diesem Shakespeare-Drama ungefähr am Ende des zweiten Aktes. Das wäre jetzt natürlich stinklangweilig, wenn der Valentin und die Silvia sich so früh schon finden würden. Deswegen hat sich der Shakespeare da was ganz Besonderes ausgedacht. Das ist eigentlich gar nicht so viel anders, wie man es aus GZSZ oder sonst woher kennt, ne? Der hat einfach noch zwei andere Charaktere eingebaut, die auch auf die Silvia stehen, ne? Also so frei nach dem Motto, auf eine Frau mit Kurven kommen immer 10 Männer mit einer Geraden, ne? Ja. Und ja, und diese beiden Typen, die auch auf die Silvia stehen, das eine ist ganz großes Drama, das ist der Proteus, das ist gleichzeitig auch noch der beste Freund von Valentin. Und Kollege, hier spielt die Musik, hallo, ja, du da, hi. Ja, und ja, von dem Proteus, da weiß der Valentin aber gar nicht, dass der auch auf die Silvia steht. Deswegen kann der Valentin euch davon gar nichts erzählen, weil das wäre jetzt unlogisch, wenn ich irgendwie einfach aus der Rolle des Valentins rausfallen würde, ne? Ja, und aber von dem anderen, der Turio, davon kann der Valentin ein Liedchen singen, ne? Oder besser was erzählen. Liedchen singen kommt ja später. Und ja, da machen wir einfach mal weiter, okay? Also, Moment. Aber mit dem Gefühl der Liebe kamen auch Gefühle der Eifersucht in mir hoch. Ja, meine Freunde, ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig auf diesen Turio, den ihr Vater für sie ausgesucht hat. Ihr Vater hat für sie einen Mann ausgesucht, nur weil er Geld hat. Ja, nur wegen seines scheiß Geldes willen. Ist das fair? Ist das gerecht? Dass ein Mann meine Silvia kriegen soll, nur weil er Geld hat? Ich denke, nein. Aber Silvia und ich, wir sind ineinander verliebt, ja? Und mehr noch, wir sind auch miteinander verlobt. Wir werden fliehen. Hier aus Verona. Mailand. Entschuldigung. Shakespeare, der hat immer nur die gleichen 4 italienischen Städte benutzt. Da kommt man mal durcheinander. Tut mir leid. Aus Mailand, also. Und bei unserer Flucht hier aus Venedig. Sie wird noch heute stattfinden. Ich werde mit der Strickleiter ihren Balkon erklimmen. Und wir werden fliehen. Und glücklich sein. Oh, Freunde, kommt mit mir mit. Kommt mit mir auf meine Stuben, um mir mit Rat und Tat und Tat zur Seite zu stehen. Und seid meine Gäste auf meiner Hochzeitsnacht. Hochzeitsfeier, Entschuldigung. Danke, danke. Das war ja wohl ein verliebter Charakter, oder? Naja, war nicht schlecht. War ein bisschen kitschig und nicht schlecht. Aber ich würde sagen, jetzt setzen Sie sich mal hin, Herr Werner, und ich zeige Ihnen mal, wie das richtig ist. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, da bin ich aber mal gespannt, Herr Pöhl. Ja, ich auch. Mach mal die Deko dran. Ja, mach mal die Deko dran. Ich bin nämlich so verliebt, dass ich Deko habe. Ja, wahre Liebe braucht keine Deko, Herr Pöhl. Ja, warte mal ab. Hör mal, das kenne ich doch, das habe ich dir doch gemalt. Das hat die Liebe gemalt. Die Hand der Liebe. Ja, meine Hand der Liebe.
Ich liebe sie. Ich träume von ihr den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und ich wünschte, ich könnte immer bei ihr sein. Denn die Liebe, das ist doch das Größte und Schönste, was einem Menschenherzen passieren kann. Und ein großer Dichter sprach: Verdammt, ich lieb dich. Love is in the air. Everywhere I look around. Dankeschön, Dankeschön. Das war ein Gitschiger Monolog. Ja, der Applaus gerecht werden. Dankeschön. Der Applaus gebührt nicht mir, sondern der Techniker. Applaus für den Mann am Pult. Dankeschön. Und es geht gleich weiter. Es kommt der nächste kitschige Monolog. Der ist diesmal wirklich von Shakespeare. Und da geht es um zwei Verliebte. Und der Orlando, der ist so unheimlich verliebt in die Rosalinde. Orlando, du stehst doch gerade neben mir. Spiel doch mal, zeig doch mal, wie verliebt du bist in die Rosalinde. Möchtest du uns mal zeigen? Oh ja, ich will. Häng dort wär's, meiner Liebe zum Beweis. Du, dreigekrönte Königin der Nacht, blick heusch herab aus deines Mondes Kreis. Auf ihren Namen, der mich dienstbar macht. Oh, Rosalind. Mein Buch sei jeder Baum. In Rinden will ich, was ich fühle, graben, bis jedes Aug im Walde sieht, wie im Traum, was deine Tugenden rings für Zeugnis haben. Lauf, Orlando, schreib und raste nie. Wie schön, wie keusch, wie unnennbar ist sie. Oh, Rosalind. Oh, die Liebe wirft mich um. Ost und West in beiden Inden, kein Juwel gleicht Rosalinde. Ihr Ruhm, getragen von den Winden, durch alle Welt trägt Rosalinden. Kein Gesicht du schön mehr findst als das schöne Rosalind. Und auch die schönsten Bilder sind schwarz nur gegen Rosalind. Was? Wildnis sein soll dieser Raum, weil er unbewohnt ist? Nein, Zungen leihe ich jedem Baum, um zu sprechen, lieb und fein. Manche, wie das Menschenleben, rasch durchirrt die Pilgerfahrt, dass die Frist, die uns gegeben, hineilt und uns nichts erspart. Manche von gebrochenem Eid, wie ihr Freund von Freunden trennt, doch dem schönsten Zweig geweiht. Und an jedes Satzes End will ich schreiben: Rosalind. Jedem, der da lesen kann, als ein Himmelsangebinde soll sie gelten, jedermann. Himmel hat Natur geheißen, dass ein einzig Menschenbild von all dem, was hoch wir preisen, gnädig werde ganz erfüllt. Und die Natur gehorchte da, mischte alle himmelwärts. So entstand durch Himmels Mund Rosalinds Erdenlos. Mit dieser Gabe tat der Himmel recht und machte mich mein Lebtag hier zum Knecht. She's got a way of pleasing. I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way about her. I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway. Oh, war das schön, Herr Bernhard? Das war doch so verliebt. Das war Kindergartenliebe. Na, Kindergartenliebe, also ich finde, wir lassen das Publikum entscheiden. Ja, dann soll das Publikum. Also hier, wer ist denn für Valentin? Valentin! Ja.
Ja, das waren ja ein paar. Und wer ist für Orlando? Orlando? Letzte Frage, wer würde sagen, war das ein Unentschieden? Ja, komm, ich glaube, das war ein Unentschieden. Würde ich sagen, sagen wir Unentschieden? Sagen wir Unentschieden. Sagen wir, wir sind beide Sieger. Beide Sieger. Beide Sieger. Wie bei der Mini-Playback-Show. Alle waren Sieger, auch von einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann. Auf Land. Ich würde sagen, wir singen jetzt das Lied der Liebe. Das Lied der Liebe? Das Lied der Liebe. Ja, und in der Zwischenzeit lassen wir diesen Hut rumgehen. Genau, der Hut. Da wo ist der Zauber, der mit dem Hut? Haben. Wo ist der Zauber, der soll uns Geld herbeizaubern? Genau. Wo ist er denn? Ha? Ha? Ja. Na, ist egal, wir singen einfach das Lied und der macht das schon. Ja, okay. One, two, three. Wo? Okay, nochmal. Du zählst an. Ich zähl an. One, two, three. Wo ist die Straße? Wo ist das Haus? Wo ist das Mädchen, das ich liebe auch? Ich finde die Straße, ich finde das Haus, ich finde das Mädchen, das ich liebe auch. Wie verbunst du? Schwarze Mädchen, Dollar, Sechka, Dolce, Lone, Go. Ha, ha! Dolce, Lone, Go. Ha, ha! Dolce, Lone, Go. Na, Podgawa, Müsli, Wetschka, Banzo, Schwane, Go. Ha, ha! Banzo, Schwane, Go. Ha, ha! Banzo, Schwane, Go. Und alle! Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Ja, während der Benedikt rumgeht, kann ich noch ein Lied für euch singen, weil wollt ihr hören. Ja, das gleiche Lied nochmal! Okay, das gleiche Lied nochmal! Jetzt könnt ihr auch alle mitmachen, ne? Wo ist die Straße? Wo ist das Haus? Wo ist das Mädchen, das ich liebe auch? Ich finde die Straße, ich finde das Haus, ich finde das Mädchen, das ich liebe auch. Auf Polnisch wieder! Zwarte Wetschka, Dola Setschka, Dorsche Lone Go. Waha! Dorsche Lone Go. Waha! Dorsche Lone Go. Na, Podkawa, Müsli, Wetschka, Blanzo, Schwane Go. Co kocham ją, znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Danke, mir ist nicht zu holen.